Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Da mich in letzter Zeit einige gefragt haben, wie ich denn immer so schnell V-Bucks ranbekomme, werde ich heute zu dem ganzen Thema mal ein Video machen. Ebenfalls passt es ganz gut ran, weil ja in 2 Wochen die neue Season startet, besser gesagt am 4. Juni, und man sich dort rettet die Welt, wie ihr es gleich merken werdet, wirklich einige V-Bucks zusammenfarmen kann. Kurz bevor es jetzt aber richtig losgeht, noch eine ganz kurze Information, und zwar ist dieses Video in 2 Teile unterteilt. Einmal in einen Teil, wo ich euch alle Missionen und Aufträge vorstelle, die begrenzt V-Bucks geben, und einmal in einen Teil, wo ich euch alle Missionen und Aufträge vorstelle, die unbegrenzt, also endlos auf lange Zeit gesehen, geben. So, wie gesagt, wir fangen erstmal an mit den begrenzten Missionen, und zwar gibt es da 3 verschiedene Optionen. Einmal die SSVs, die Eminatoren-Missionen, und einmal die Halte das Tor offen-Mission. Die SSVs sind von den 3 Sachen gesehen die effektivesten, denn man kann bei Steinwald, in Plankerton und in Brutal für die ersten SSVs die 100 V-Bucks bekommen, und für die 10. von den 3 Welten jeweils gesehen, kann man 150 V-Bucks bekommen. Bei Twin Peaks ist das anfangs auch genauso wie bei den anderen. Und zwar kann man für die ersten 9 da auch 100 bekommen. Nur halt für die 10. bekommt man statt 150 200. Das heißt, insgesamt kann man bei den SSVs 4250 V-Bucks erfahren. Bei den Eminatoren und den Halte das Tor offen Missionen gibt es eine Besonderheit. Und zwar gibt es da je 20 Stufen. Bei den Eminatoren bekommt man pro Stufe oder Auftragsstufe, je nachdem wie man sagen will, 20 V-Bucks. Und bei den Halte das Tor offen Missionen je 50. By the way, wer sich fragt, hä, was sind denn eigentlich Eminatoren und was sind Halte das Tor offen Missionen? Eminatoren sind solche Level 3 Kistenmonster, die man killen muss. Für jede Stufe muss man eine gewisse Anzahl an Zombies killen, um halt dann die 20 V-Bucks zu bekommen. Bei den Halte das Tor offen Missionen ist es fast genauso, nur halt, dass man da statt Zombies SSVs abschließen muss. Die kann man auch bei Freunden machen, also das heißt, wenn ihr die SSVs bei Freunden mit abschließt, zählt es trotzdem mit. So, da muss man auch eine gewisse Anzahl abschließen, um halt dann die Stufe zu, die Stufe abzuschließen und die Mission abzuschließen. Und dann bekommt man dann halt 50 V-Bucks. Damals gab es auch noch eine 4. Methode, und zwar die Sammlung. Da gibt es aber leider keine V-Bucks mehr, das wurde entfernt. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das ist by the way in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Als nächstes kommen wir jetzt auf alle Fälle zum spannenden Teil, oder besser gesagt zu dem Teil, wo man wie gesagt unbegrenzt V-Bucks farmen kann. Los geht es auf alle Fälle erstmal mit den täglichen Herausforderungen oder täglichen Aufträgen. Da kann man insgesamt 3 Stück ansammeln pro Tag. Also quasi täglich bekommt man eine neue Mission, und die können 50 V-Bucks geben, manchmal auch 60, manchmal auch 75 und manchmal auch 100. Man kann diese Missionen auch austauschen, und die sind halt unterschiedlich schwer. Man kann zum Beispiel eine Mission erwischen, wo man 150 Zombies mit einer Falle killen muss. Manchmal gibt es auch Missionen, da muss man 5 Missionen mit einem Held abschließen oder mit irgendwie so auf alle Fälle, und man bekommt halt manchmal mehr und manchmal weniger V-Bucks. Ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Als nächstes kommen wir mal zu den Missionsalarm-Belohnungen, die V-Bucks geben. Und zwar kann man in Steinwald 25, in Plankerton 30, in Brutal 35 und in Twin Peaks insgesamt 40 Missionen, ja wahrscheinlich, V-Bucks durch die Missionsalarm-Belohnungen bekommen. Die Missionsalarm-Belohnungen sind, wie soll ich das sagen? Wie zum Beispiel hier, die Missionsalarm-Belohnung bei der Mission sind jetzt die 8 Regentropfen und die 50 Abenteuer-Tickets. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil bei mir gerade so eine Mission nicht gespawnt ist. Das ist auch immer random, ob die spawnt, das muss nicht sein. Was sicher ist, ist auf alle Fälle, dass die täglichen Quests und auch dann, was ich nachher gleich noch sage, spawnen. Auf alle Fälle erstmal dazu. Wie gesagt, da kann man auch unterschiedlich V-Bucks pro Welt bekommen. Und wie gesagt, wenn es zu den ganzen Themas Fragen gibt, einfach in die Kommentare schreiben. Zum Schluss des Videos kommen wir jetzt nochmal zu der einfachsten Methode, um V-Bucks zu farmen. Und zwar zu den täglichen Belohnungen. Da kann man, wie ihr es im Hintergrund seht, manchmal 50 bekommen, manchmal auch 1000. Die 50 und die 1000 sind die V-Bucks, genau wie 800, die man am seltensten bekommt. Ich glaube, das ist nur jährlich, oder bei den 800 V-Bucks ist es, glaube ich, Tag 112 und 224. Auf alle Fälle bekommt man meistens 150 oder 300 V-Bucks. Das heißt, so der Mittelwert, den man auf ein Jahr gerechnet, oder der Durchschnittswert ist so ungefähr 250 V-Bucks. Zum Schluss kommen wir jetzt nochmal zu den Endresultaten. Und zwar kann man insgesamt durch die begrenzten Missionen 5250 V-Bucks erfarmen. Durch die unbegrenzten Farmmethoden kann man insgesamt von 500 bis 1000 V-Bucks wöchentlich rechnen. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie die einzelnen Missionen V-Bucks geben. Zum Beispiel bei täglichen Quests kann es von 50 bis zu 100 sein. Bei den Missionsalarmen
ist es auch nicht immer sicher, dass die täglich spawnen. Manchmal sind sie dann auch nur in Steinwald, manchmal in Twin Peaks. Es kommt halt auch immer noch ein bisschen drauf an. Und bei den täglichen Einlog-Geschenken, sage ich mal so, schwankt es auch wöchentlich so von 150 bis 300. Das heißt, man kann sagen, 500 bis 600 mindestens, bis halt, ja, 1000, 1200. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Und mit diesen Worten hoffe ich, dass ich euch helfen konnte. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt und vor allen Dingen, wenn ihr mal Hilfe bei Missionen, SSVs und so weiter braucht, könnt ihr gerne mal alles in die Kommentare schreiben. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, was ist mit dem Video? Lasst, wenn ihr möchtet, gerne mal ein Abo und ein Like da. Aktiviert auch gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.